Also es gibt 31 neue Blöcke seit der 1.8. Echt? Das ist viel. Ja, dachte ich auch gerade. Neue Blöcke. So, pass auf, wir müssen es hier leider zumachen. Weil die versuchen durch die Tür zu kommen. Und das wollen wir ja nicht. Die sollen ja schon schön versuchen, uns hier anzugreifen. Hallo Zombie! Tschüss! Sehr gut. Das scheint zu klappen. Ich sollte da jetzt vielleicht noch irgendwie einen Wasserstrom machen oder sowas. Dass ich die nicht persönlich anlocken muss. Eins, zwei, tot. Ja, das klappt, Konrad. Das ist ja super. Das ist echt praktisch. Dann können wir das jetzt tatsächlich mal so machen. Ich bräuchte halt wahrscheinlich echt nur einen Wasserfluss. Also sonst müsste ich mich da immer hinstellen und warten, bis die alle rankommen. Das dauert ja doch ein bisschen. Hallo. Hallo. Tschüss. Hallo. Spring runter. Ja, da musst du den Wasserstrom machen. Ja, die irgendwie so von selbst springen die dann doch nicht, ne? Jetzt spring! Gut. Okay, also es klappt einigermaßen. Aber du hast recht, ein Wasserstrom wäre gut. Boah, das Licht, ey. Oh. Ich glaube, warte, ich muss da nochmal hingehen. Ich glaube, so sieht die Pforte im Himmel aus. Guck mal, wenn du hier so lang gehst und dann so, boah! Ja, echt. Ich sehe ein Licht. Ja, ist echt so, ey. Geh nicht in das Licht. Warum, das ist auch eine Frage, warum sind da oben diese Blätter immer noch da? Ich habe den Baum vor Jahren dann ist da weggemacht. Ich wette mit dir, irgendwo ist noch ein Stück Stamm zwischendrin. Ich wette mit dir, nein. Zünd's doch einfach an. Habe ich auch überlegt, aber das sind Schwarzeichendinger. Aber ich könnte es auch einfach anzünden. Brennen die nicht oder was? Hab gerade überlegt, ob die so wertvoll sind, da ich die einsammeln sollte, aber pff. Wasser braucht. Du und dein Sammelwagen. Ja, ja. Ich weiß noch, wie du mich gerügt hast, weil ich Cobblestone einfach so liegen lassen ja, hab. Das ist halt so eine Sache, ne? Ja. Falls ich irgendwann mal eine riesen Burg baue. Ja, das denke ich mir halt immer so, aber man baut ja doch nicht eine Burg, also. Naja, letztens hätte ich dann Cobblestone gebraucht, wo ich in die 1.8. Welt gelaufen bin. Und da hatte ich natürlich keinen dabei. Ja, da hätte es mir aber auch nichts geholfen, wenn ich den gesammelt hätte. Okay, das stimmt natürlich auch. ja, gut. Wir brauchen auch neue Kisten, fällt mir gerade ein. Damit ich die ganzen Steine weglagern kann. Das mache ich dann. Soll ich das offscreen machen? Was meinst du? Weil das Kisten einsortieren mache ich ja ab jetzt offscreen, seit letzten das Folgen. Das mache ich mittlerweile auch offscreen, weil das ist, glaube ich, doch zum Zuschauen ein bisschen. Ja, und es nimmt halt ewig viel Zeit weg. Ja. Deshalb. Und das ist auch was man schön so abends beim Chillen im Teamspeak nebenher macht. Richtig. Das ist wirklich nett. So. Macht immer Spaß. Aufräumen. Aufräumen ist super. Vor allen Dingen in Videospielen. Deshalb. Ja. Ist dann toll, wenn es in der Bude selber aussieht wie Sau. Hauptsache in Minecraft ist ordentlich. Genau. Okay, so, dann pass auf. Wie machen wir das? Wenn wir hier das alles kleiner machen, die spawnen doch bestimmt trotzdem noch, oder? Meinst du? Willst du das wirklich eins, kleiner zwei, machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir brauchen ja auf jeden Fall 8. Wir brauchen ja 8, damit das Wasser weit genug fließt, aber nicht zu weit. So war das doch, oder? Ich mach mal kurz. Wie 7 oder 8 weit? Ich glaube, es waren 8. Ich glaube, es waren 7. Wir werden es ja sehen, Konrad. Wir werden es ja sehen. Okay, warte, wir machen hier mal so ein Ding hin, dass das Wasser auch. Wow! Okay, hallo Zombie. Mit dir habe ich jetzt komischerweise nicht gerechnet, obwohl ich es eigentlich sollte hier. Okay. Wir gucken mal. Nee, das passt genauso. Es sind 8, Konrad. Okay. Okay, gut. Ja, dann müssen wir jetzt gucken.
Wenn ich das 3 breit mache, meinst du, die kommen dann trotzdem noch hier? Schon, oder? Aber weniger halt, ne? Ich muss denken, jeder Block, den du mehr hast, ist ein Block mehr, wo sie spawnen wahrscheinlich. Oder spawnen die nur direkt um den Spawner rum? Na, ich glaube, die spawnen in dem... Ja, halt schon im Umkreis vom Spawner. Ja, ist halt jetzt echt die Frage, ne? Wie mache ich das? Und warum ist die Musik aus? Fragen über Fragen. Das ist echt, echt gruselig gerade. Ich versuch's mal mit rein. Abklopfen können wir die Wand ja immer noch. Was hast du für ein Texture Pack drin? Das ist das John Smith Legacy. Ah. Genau. Stimmt, das habe ich mir ja selber schon runtergeladen, weil du es mir geschrieben hast. Hast du erzählt, ja. Drum wundert mich jetzt eigentlich ja, die Frage. Ja, ich wollte das auch mal... Ich wollte das auch in den Let's Plays mal machen. Ne? Echt? Fällt mir jetzt gerade ein. Ja, mal die verschiedenen Resource Packs ausprobieren, die mir so geschickt wurden als Vorschlag. Okay. Und ich habe mir die auch alle schon runtergeladen und alle einmal ausprobiert, ob sie laufen. Habe ich das im Let's Play irgendwie mal vergessen? Ja gut, aber ich kann mir vorstellen, dass man im Let's Play da nicht dran denkt, weil man halt dann immer so tatenfroh ist. Yeah, aufnehmen, irgendwas Cooles machen. Dann denkt man nicht an sowas. Könnte ich mir vorstellen. Bei mir ist es jedenfalls immer so. Ja, das stimmt. Aber vielleicht denke ich nächstes Mal dran. Okay. Vielleicht denke ich nächstes Mal dran. Vielleicht. Bezos Spiel Stranded Deep. Echt? Ja. Das ist auch cool, also. Hab ich heute auch schon aufgenommen. Stranded Deep? Stranded Deep? Blöd ist jetzt nur, dass hier kein Wasser läuft. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, pass auf. Du kannst es doch untertunneln, die Kiste, oder? Ah, na, ja, mehr oder weniger. Ja gut, dann mache ich unten auch noch einen tiefer, das geht ja. Dann mache ich den falsch... Achso, gegen Fallschacht. Genau, dann mache ich den Fallschacht auch noch eins tiefer, das ist ja kein Ding. Machen wir das hier alles alles tiefer gelegt. Und dann passt es ja. Oder dürfte es zumindest passen. Weißt du, wie es auch gehen würde? Wieder? Wenn du einfach direkt unter dem Spawner ausholen würdest. Ne, ich glaube... Weißt du, ich weiß nicht, ob sie da noch spawnen würden. Bestimmt. Ich weiß nur, dass der Zombie mich jetzt beinahe in die eigene Falle geschubst hätte. Das war jetzt echt knapp. Okay, gut. Wir gehen mal hier runter. Und holen mal die, hätten wir eigentlich gleich gebraucht, sehe ich gerade. Egal. So. So, das muss jetzt ein tiefer praktisch. Das ist ja kein Problem. Kannst du noch zwei tiefer machen? Nee, ich glaube, dann sterben die direkt, wenn sie runterfallen. Ich glaube, das war ein enger Grat. Eigentlich könnte hier auch so ein... Ding hinmachen, dann könnte ich hier so reinlaufen. Okay, gucken wir mal. Das wird schon irgendwie gehen. Meinst du nicht? Bestimmt. Okay. Du bist ja der Profi. Aha, voll der Profi vor allen Dingen. Mach das hier auch zum ersten Mal. Okay, pass auf. Dann machen wir hier so ein Ding, hier so ein Ding. Und hier so ein Ding. Oh, nicht da drunter. Mensch. So. Apropos, du hast heute schon aufgenommen. Was läuft denn so momentan auf deinem Kanal? Bei mir läuft momentan Minecraft, Stranded Deep, ja. Rock of Ages, Outlast wieder. Ja. ein paar Retro-Sachen im Storm. Ja. Vielleicht bald Rust. Echt jetzt? Ja. Wow. Läuft das neue Rust bei dir? Friseur Inferno und... Hast du nicht ausprobiert? Läuft's bei dir nicht? Nee. Ich hab's heute ausprobiert. Oh. Das laggt bei mir rum wie Sau. Schade. Also aufnehmen ist auf keinen Fall. Spielen wird auch eng. Okay. Also dann läuft bei mir doch kein Rust. Okay. Wow. Super.
Wieso? Weil mich der Zombie geschubst hat. Verdammt. Ah, okay, na gut. Ach nein, die 31 Level. Heul. Stimmt, die sind weg, Alter. Oh, mega heul. Hm, ich könnte ja mein Schwert verzaubern. Ja, was mache ich mir denn da Nettes drauf? Hm. Ich glaube, Glück, Verzauberung, Verbrennung und vor allen Dingen Gurken. Tja, na gut. Kann passieren, ne? Es kann passieren, es kann passieren. Ja, kann mal passieren. So, pass auf. Passiert dir auch manchmal. Nein. Passiert auch dir nicht. Bei mir ist das immer einstudiert. Verdammt. Na gut, du bist ja auch bei Mediakraft. Das ist ja. Das ist ja klar, es ist ja die Elite. Alles gefaked. So. Alles gelogen. Ja, du sollst da weg, du Spacken. Ja, das ist ja jetzt Kacke. Der soll jetzt nicht da dran rumhängen. Du machst's richtig, du machst's toll, aber du da nicht. Soll ich's noch eins tiefer? Hängt der an der Wand fest? Ja, nee, der hängt am Spawner fest. Ach so. Wie mach ich denn das jetzt am dümmsten? Ich könnte's noch eins enger machen. Mach doch direkt einfach ein Loch unter den Spawner. Aber ich glaube nicht, dass sie ja noch spawnen. Und wieso ist der Zombie jetzt weg? Sollten die da nicht spawnen? Weiß ich nicht, weil ich glaube, die spawnen dann nicht, wenn sie keinen Boden unter den Füßen haben. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf komme. Ach, der Zombie ist hier. Naja. Hallo Zombie. Boah, wie er sich noch wehrt. Wie er sich noch wehrt. Oh Gott. Du kannst es schaffen! Dann kommt er gleich runter. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, aber sie stirbt. Okay. Also ich würde sagen, die Monsterfalle funktioniert. Ein bisschen zumindest. Sie ist jetzt nicht perfekt. Aber einigermaßen läuft sie schon. Wir haben ja auch noch einen anderen Spawner, fällt mir gerade wieder ein. Am Dschungelhaus. Den könnten wir auch mal optimaler gestalten. Also da überhaupt was machen, da haben wir noch gar nichts getan. Ja. Aber ich würde es jetzt erstmal dabei belassen. Bei dieser Falle. Aber weißt du was? Was denn? Jetzt, wo du den Wasserstrom hast, kannst du doch die Falltüren eigentlich auch wegmachen, oder? Verdammt, stimmt eigentlich. Da ist was dran. Die müssten ja auch so jetzt runterrutschen, stimmt. Oh Mann. Ich stell mich hier echt an, ey. Hast recht, klar. Okay. Einfach so voll logisch, ey. Und nicht so, da müssen wir unbedingt. Voll der tolle Trick. Ja, da müssen wir unbedingt Falltüren hin. Vor allen Dingen, wenn ich da noch Wasser dahin kipp. Oh Gott, ey. Konrad lässt mich heute alt aussehen. Ah, schön. Herrlich. Okay. Aber ich lasse dich erst schön bauen, ne? Ja, das ist das Auffällige bei dir. Mann, ey. Okay. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Schwert verzaubern? Ach nee. Wie sieht es denn zeitlich bei dir aus? Hast du noch ein bisschen Zeit mitgebracht? Ich hab Zeit. Okay, dann machen wir noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich die U-Bahn weitermachen. Wollen wir die U-Bahn weitermachen? Ah ja, die ist ja toll. Ja, die finde ich super. Die findest du super. Dann machen wir die U-Bahn weiter. Da war ich letztes Mal echt erstaunt, wo ich bei dir reingeguckt habe, dann diese U-Bahn gesehen habe. Echt? Wieso warst du erstaunt? Das hat mich doch... Ja, ich fand das schon faszinierend. Okay. Was du da machst. Aber buddeln müsste dir eigentlich geläufig sein. Ja, buddeln ist mir geläufig, aber ich mach da nie so schöne Sachen draus. Ach so, du buddelst einfach des Buddelns willen. Ich buddel einfach Löcher. Okay, das ist auch gut. Haben wir denn Schienen? Dann könnten wir da schon mal anfangen. Oder wollen wir erst... Oh, ich bin so aufgeregt. Wir machen erstmal Spitzhacken. Dann brauche ich meine Diamantspitzhacke nicht kaputt machen.
So, haben wir wieder zwei Stück und dann können wir wieder buddeln. Magst du buddeln? Buddeln ist toll.